16 dieser Sterne kommen von mir. Schamaschli, bitte mal willkommen zurück zu einer Folge Backenkäse, Folge schon wieder im Hühnchen und Arsch, aber zuerst machen wir wieder eine normale Kirschhoff-Kernfolge. Jo, diesmal gibt's drei Sachen. Erstens, haha, ich bin Level 9 vom Rathaus her. Ach ja, vier Sachen eigentlich, die zweite Sache wäre dann noch, ja, ich habe den Jan überholt im CW-Ranking, da bin ich auch extrem glücklich drüber. Und, jo, soviel zu den unwichtigen Angelegenheiten, jetzt das Wichtige. Ich wollte euch heute zwei CWs präsentieren. Es kommt nicht beide von Tactical Army, nämlich bin ich jetzt wieder Teil-Mafioso. Nämlich hat die Teil-Mafia neu eröffnet. Der Clan ist wiederbelebt und ich kann jedem nur empfehlen, da ebenfalls reinzugehen. Mindestens genauso sehr wie in diesen Clan. Weil die Teil-Mafia ist einfach ein unglaublich toller Clan. Na gut, dann gucken wir mal hier den letzten Clankrieg, den haben wir gewonnen. Und der Klangkrieg bei der Teil-Mafia, der läuft glaube ich noch. Der sollte gerade aber auch am Gewinn sein, da bin ich mit meinem Glossen-Account drin. Dann sollte ich... Ach ja, genau, der Kriegslog. So, hier, Details. Na, gucken wir mal. Wir haben 24 zu 19 gewonnen. Und jetzt das Wichtige... nicht das Wichtige, das Witzige an diesem Klagenkrieg. 16 dieser Sterne kommen von mir. 6 Sterne habe ich mit Project Noref bekommen. 6 Sterne habe ich mit It's My Glowstone bekommen. Und 4 Sterne habe ich mit It's My Emerald bekommen. Das heißt, ein Großteil dieses Klankrieges war nur ich. Und das war ja ich so abnormal hart, das glaubt ihr mich. Danach werde ich jetzt auch hier die Folge benennen. 16 von 18 Sternen im CW. Na gut, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was der Jan uns hier so geschenkt hatte. So, war. Wie viele Sterne hat, egal, keine Ahnung mehr. Na gut, ich werde in den nächsten CWs aber nicht so nutzvoll sein, weil gerade meine Zauberfabrik am Abend ist und auch noch diverse andere Sachen. Boah, ich freue mich darauf, sobald das Labor frei ist. Das erste, was ich machen werde, meine kleinen Kollegen werden erstmal Barsch sein. Weil dann beginnt ja das Farm erst richtig. Ich bekomme hier schon eine ganze Menge, natürlich Farmen, aber, oh, schade. Wäre der Packer nach rechts gegangen, dann wäre zwei Sterne gewonnen, aber egal, wir haben gewonnen. Na gut, aber das Farm beginnt hier erst, sobald Barsch Level 6 ist. Ich bekomme hier schon so Unmengen an Elex und Delex und so weiter halt. So, dann mal gucken, der Angriff. Oh, der kam von mir, genau. So, gegen Noob Senpai habe ich gekämpft. Also seine Base, die gehört wirklich geschlagen. Aber ich bin halt neu auf dem Rathaus, deshalb ist meine Armee auch noch nicht da, wo sie sein sollte. Und außerdem habe ich den Erdbeben-Trauer vergessen, weswegen ich zu viele Magier verwendet habe auf den Drachen. Daran ist der Angriff auch gescheitert, ansonsten wäre es entweder ein Freestar geworden oder ein knapper oder ja, oder halt fast Freestar, könnt ihr aussuchen. Ja genau, und ich hatte mir ein paar Riesen mitgenommen in der Klamburg. Ja gut, ich glaube aber bei diesem CW werde ich mir wieder Riesen mitnehmen, weil ansonsten komme ich nicht an die CW ran, um sie zu locken. Ach ja genau, und der König und Packer sind außen gegangen. Da hatte ich wirklich Glück gehabt, die Queen hat geregelt. Ohne die Queen wäre ich daran verreckt. Und das zeigt mal wieder, die Queen ist wichtig. Und das macht mich auch glücklich, deswegen, dass ich endlich auf Rathaus 9 bin. Da habe ich 92% gehabt, nämlich haben, glaube ich, ein oder zwei Bauten gefehlt. Das werden wir jetzt herausfinden. So, ja, da habe ich den Kills, den Packer. Nee, den Drachen, kein Packer. So. Na gut, das habe ich aber auch geschafft, das hier war Frackys Nummer. So, aber ich bin so glücklich. Ihr glaubt mir nicht, was für eine Euphorie ich erstmal hatte, als ich den Frackie überholt habe im CW-Ranking. Weil der war höher als ich, weil er auf TR9 gerusht ist. Und jetzt, ja. Und jetzt habe ich sogar noch geschafft, den Jan zu überholen. Na gut, nächstes Ziel wird es sein, den Gabelhelm zu überholen. Und danach das Ziel, ja, ihr könnt es euch ausmalen. Danach Polarbär und danach Knuser und halt insgesamt die gesamte Cybermafia. Das ist zwar unrealistisch, aber ein Ziel, das nicht hart ist, ist kein Ziel. Jo, da seht ihr schon. Etwas mehr Zeit und ich hätte den Angriff gewonnen. Aber gut, ich war dumm. Die ganzen Barbas sind unten an der Bombe verreckt. Ich hätte lieber an den Bauhütten setzen sollen. Ich habe mir sogar noch von dem Angriff gesagt. Komm, Kies, vergiss nicht die Bauhütten an den Seiten. Aber nee, ich hab's nicht geschafft. So, jetzt mal den Angriff von einem anderen, dem Dennis. So, der Dennis hat ja auch geregelt. 2 Sterne, perfekt. Oder ich weiß nicht, waren 2 Sterne, könnten auch mehr gewesen sein. Egal, wir finden sie jetzt eh heraus, Leute. Wenn 2 Sterne waren, dann auf jeden Fall nur knapp vom Freestar. Da sieht man auch wieder, dass die Magier Level 5 regeln. Ja gut, aber die Magier Level 5 sind ja schon fast maxed. Ich selber sehe da... Oh! Hätte es die Riesenbombe nicht gegeben, da wäre es ein easy Freestar geworden, sage ich euch, Leute. Jedenfalls, die Magier Level 5 sind ja schon fast so gut wie maxed.
Also der Unterschied dazwischen, naja, der macht sich schon bemerkbar, denke ich mal. Er wird nicht allzu hart sein. Ja, schade. Da ist auch an der Zeit gemangelt, weil es die, wie heißen sie, wie ich ja nochmal, genau, weil es die Magier nicht mehr gab. Ja, wären die Magier nicht alle an der Atombombe verreckt, dann hätte er den Three-Star geschafft. Aber gut, wir haben gewonnen und der Dennis hat sich den Loot geklappt und alles, das ist das Wichtigste. So, dann gucken wir uns das hier an. Komm, Dennis, go for it. Das war auch ein Three-Star. Geil. So. Ja gut, das ist auch ein TH7er, also hätte der Dennis das nicht geschafft, das wäre peinlich geworden. Aber er hat's geschafft. GW, Dennis. Go-App ist auch einfach nur episch, aber ich weiß nicht, ich glaube, der Dennis hat dafür, dass er drei Packers mit dabei hat, ein bisschen zu wenig Magier dabei. Ja gut, aber bis jetzt hat es ja funktioniert. Vielleicht könnte er aber auch einfach einen Golem raustun, weil sowohl Jan als auch Freki waren schon sehr erfolgreich mit Swipe. Das heißt, vier Packers, ein paar Barbaren und dann noch halt die Magier. Boah! Ich weiß nicht, hätte der Golem die Bombe noch überlebt? Ach, egal, der hat ja die Packers nicht gebraucht. So. Dann hier der Boss. Da hatte der Drew gegen den Boss gekämpft. Tja, Boss, jetzt weißt du Bescheid. Wer hat da gekämpft? Der Drew, genau. Wie viele Sterne hat er nochmal bekommen? Keine Ahnung, hab grad nicht nachgeguckt, hab's auch nicht im Kopf. Na gut, es werden schon nicht so wenige sein. Ja. Ah, der Boss da. Der hat ja gerade von dem Drew geflext jetzt. Nee, Quatsch. Ja. Nehmen wir grad auf. So. Bin bei Drews Angriff gegen Boss. Da, wenn man vom Teufel spricht, der kam jetzt zur genau richtigen Zeit. Ah, er hat zwei Sterne gemacht. Na gut, das reicht. Der Drew ist halt etwas gerusht. Aber es wird laufen. Es wird gehen. Everything's in order. Da, jetzt kommen wir zu meinen beiden zweiten und dritten gespaltenen Teilen der Persönlichkeit. So. Ja. Drew McCrix. Na gut, den werden wir jetzt aber konnte ignorieren, damit ich mich auf den Angriff konzentrieren kann in seiner vollsten Pracht. So. Das ist wieder so etwas, da freue ich mich einfach, dass ich drei Accounts habe. Das ist ja auch genauso wie jetzt hier bei der Sache mit dem. Wer ist der Account nochmal? Nee. Das ist jetzt genauso auch hier bei der Sache mit der Cybermafia, dass ich einfach in mehreren Clans gleichzeitig sein kann und hier trotzdem mit zwei Accounts drin. Ah ja, das Witzige daran ist auch, ich habe aus Versehen meine Farming-Army mitgenommen. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich die falsche dabei hatte. Und ja. Trotzdem habe ich den getreestart und das zeigt mal wieder, die Kobis sind seit dem Update einfach nur der OP-ste Scheiß der Welt. Na gut, dann gucken wir mal hier weiter. Da haben wir gegen den Onkel Arafat gekämpft. So. Ist aber einfach so angenehm, mehrere Accounts zu haben. Da genau, da muss ich noch einen Magier setzen. Die drei Magier einfach dran verloren. Das war die extremste Verhitzung. So. Was hatte ich hier in der Clanburg drin? Na gut, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das nicht angeht. Hm? Habe ich klar. Ah, Magier. Genau, stimmt, die Magier von meinem Hauptaccount. Nee, Quatsch. Ich rede schon wieder Scheiß. Die Magier kam von Dennis. So. Na gut, der CW gestern war aber einfach genial. Der war auch genau das, was der Clan jetzt hier gebraucht hat. Und vor allem gab es da so viel Loot bei diesem CW. So. Dann, genau hier, NoDef gegen 9. Ja, stimmt, genau. Mit NoDef habe ich einen Account getrestart, der eine Nummer über mir war. Das ist auch das Geile an dem... Ah, da habe ich, genau, da habe ich die Magier verhitzt. Das war noch ein Problem. Ja, aber das ist auch das Geile an dem guten kleinen NoDef. Einfach nur, weil er überhaupt keine Verteidigung hat, bekommt er im CW so minderwertige Gegner zugeteilt. Und da kann zu TH11 kommen, weil er nur eine Kanone als Verteidigung hat, wird er auch immer beim niedrigsten Platz bleiben. Aber ich weiß nicht, inwiefern tut es eigentlich das Matchmaking hier beeinflussen? Ah ja, genau, das ist auch noch episch. Das habe ich einfach als letztes kaputt gemacht. Und da hatte ich auch, glaube ich, fast schon Zeitprobleme gehabt. So. Wiederholung. Ah ja, da hatte der Drew. Hm? Ach so. Ach ja, stimmt, genau. Hä? Nee.
Nee, genau, ich habe den zuerst gefreestart und dann ging der Drew nochmal drüber. So. Na gut, da hat der Drew aber auch gezeigt, dass er auch was kann. Gott sei Dank. So. Nee, wir können nachher mal gucken, habe ich den überhaupt gefreestart? Ja, sollte ich eigentlich, ansonsten wäre es ja keine... Nee, das müssen wir jetzt sofort nachgucken, umgehend. So. Hier, Karte ansehen. Hier. Kriegsereignisse. Hier, Project Nodaf hat eine Niederlage gemacht als Verteidiger. Oh, woran liegt das wohl? So. Hm. Er hat Nodaf verteidigt. Hm. Da, genau. Project Nodaf gegen 9. Und jetzt Project... Ja, ja, genau. Den habe ich auch noch gefreestart. Aber Drew würde irgendwie im Gegensatz zu mir angezeigt. Na gut, egal. Das ist auf jeden Fall geklärt. So, na gut, ist aber auch wichtig, weil ansonsten wird der Drew ja keine Beute im Krieg bekommen. Das ist ja eines der Hauptsachen hier im Krieg und so. Wie weit sind wir jetzt ja eigentlich schon von der XP? Hier, Clan. Jo, wir gehen auf die Nummer 4 zu. Na gut, so. Ich versuche jetzt hier den Account zu wechseln und werde jetzt mal einen Schluck trinken. So, dann wechseln wir mal auf den It's My Glossen Account. Weil wir wisst. Ja, ist das halt mein zweiter Account. Der ist aber halt auch bei TA7. Wenn ich jetzt auf TA7 gehe, meine Bogitürme maxe und dann direkt hochgehe auf TA8, dann wäre ich hier auch ungefähr auf dem Niveau, auf dem ich damals, als ich hier bei der Cyber Mafia mit dem It's My Emerald Account gejoint bin. Unglaublich, wie schnell der wächst. So, komm her. Nehme jetzt euren CW auf. So. Ah, die reden über den Onkel Dolphy. Ich sehe schon. Dann. Oh! Das wird ein knapper CW. Das wird noch richtig spannend. Okay. Aber gut, ihr habt ja schon alles gesehen, was zu sehen ist. Ob die den CW nun gewinnen oder nicht. Ja. Oh, mir danke. So ein krasser ein Prozent CW. Na gut, ob sie den hier nun gewinnen oder nicht, das wird, ja, das wird euch wahrscheinlich verborgen bleiben, aber, ja, hier hängt es davon 3% ab, das wird episch. Na gut, aber ob die gewinnen oder nicht, das, werdet ihr nicht herausfinden, jo, denn ich habe keine Lust, hier noch zu warten. So, hier kam der krasse Go-Wipe-Angriff von dem Knusa. Boah, ist einfach so schön, die wieder kämpfen sehen zu können. So wunderschön. Oh yeah. Ja, das ist auch schwer gewesen, dort die Klammerung zu öffnen. Ja, haben die. Oh, der Gangster-Babu ist auch wieder drin. Den habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. So. Wer auch immer da Slash ist, wir werden sich herausfinden. So. Okay, okay. Ich tue eh. Alle rein. So heiße Green Emerald. Jo. Hm. Fuck. Ich kann hier mit BlueStacks kann ich keine Zahlen schreiben. So. Kann mit BlueStacks grad durch einen Bug keine Zahlen schreiben. So. Danke, komm her, Paula. So, oh, ich glaube, diese Folge wird doch etwas länger als 20 Minuten. Aber egal, everything's in order. So. Everything is possible if you just believe in your Internet. Ah ja, das Internet ist eine schöne Technology. So, dann jetzt Knusa gegen 2. Aber das ist auch einfach das Geile an der Cyber Mafia. Einfach die komplett andere Größenordnung. Ich liebe das einfach hier, den Maxed Out Superheroes bei dem Kämpfen zuzugucken. Das ist immer wieder so genial. Jo, da hat er wieder den Three-Star bekommen. Geil. So, good job, Knusa. Dann gucken wir uns mal den Angriff Nummer 3 an von Nummer 2. Metze. Oder Mates. Oder was auch immer. Ja.
auf den Tier 9er. Genau, das hier war, glaube ich, gegen Powder Burst nochmal, oder? Ja. So. Ah, das hat ja gekriegt. Oh, Lavaloon. Ich liebe Lavaloon. Das ist einfach immer so episch. Ah ja, Leute, genau, hier bei Tier 9. Ich bekomme hier etwas weniger Elex, aber dafür immer mehr Delex. Viel mehr Delex als bei Tier 8. Kleine Frage an euch. Wäre es sinnvoll, auf BAM umzusteigen? Und wenn ja, in was für Einteilungen benutzt der BAM denn so? Ah, da hat Mats nur einen Champ bekommen. Ja, jedenfalls, wenn ihr das wisst und wenn ihr das Video ein bisschen angeguckt habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil, ja, ich farm jetzt schon extrem gut, aber ich könnte besser farmen. Also ich farm jetzt schon mehr als bei CA 8, aber ich sehe, ich kann da einfach noch viel mehr rausziehen aus dem gewaltigen Potenzial der Bugikubin und insgesamt von allem, was bei CA 9 neu gibt. Ah, daran ist es gescheitert. Schade, hätte er sich was zum Aufräumen noch mitgenommen, da hätte er eventuell noch... Ja, da hätte er eventuell noch den Treestar bekommen können. Schade. Da wären Minions vielleicht praktisch gewesen. Na gut, gehen wir aber weiter auf, auf den Angriff auf Nummer 5 vom... Okay, ich sehe, warum der Angriff rein muss. Ich sehe es. So, ja, entweder ist es an eines der... Nee, es ist an den Bauhütten gescheitert. Das gehe ich jetzt schon. Oder, wetten, es an den Bauhütten gescheitert. Das ist auch der Grund, warum ich immer, meine... Wie heißen die nochmal? Barbaren mitnehme. Aber gut, das hier ist sowieso das Epischste. Also das ist mir auch viel lieber, als hätte er ein Easy getreestart. Oder sonst irgendwas Easy gemacht. Also ich finde hier einfach die Spannung bei sowas absolut witzig. Aber das hier ist einfach nur krass. Aha, der ist weiß. So. Hier. Tut weh. Oder? Nee, ist an der Bauhütte da hinten gescheitert und nicht an diesen hier. Ja. und die Lava-Welpen waren sogar noch on their way. So. Ich liebe sowas einfach. Ah, der hat einen Tier 8 angegriffen. Er hat sich vergilgt. Ja. Oh, ich liebe die Cybermafia einfach. Einfach der beste Clan. So, also jetzt hier neben der Taktik Lahm und so natürlich. So. Ah, wollen die Trophy Booster was anderes? Ich denke mal Trophy ist. Nee, schade. Ich glaube hier mit Ghost macht es noch keinen Sinn damit zu machen. So, ja. Der hatte den Easy Treestar bekommen und der hatte sich auch Minions zum Aufräumen mitgebracht. So. Ja gut, aber hätte er dann nicht die Treestar bekommen, wäre es auch peinlich gewesen. So, dann gucken wir uns mal von der 5. Angriff auf die 7 an, von dem Horst. So, was für ein Horst, der hat ja angegriffen. So. Boah, die Minions Level 5, also ich habe die Minions gerade erst auf Level 2, weil ich sie bis jetzt nicht beendet habe. Aber ich habe gestern schon was mit BAM herumexperimentiert. Das ist extremst OP, auch bei Minions Level 2. Wenn ich der erstmal auf TH... neuen Max bringe, dann sollten sie ja eigentlich so ziemlich der Nordgasmus-Zeug sein. Na gut, dann gucken wir mal hier. So. Ah ja, Tier 7. Das ist der Klärer. Ah, der ist aber recht neu auf Tier 7. Das sieht man auch schon. Boah, die Minions sind einfach so episch. Die Minions sind tatsächlich sehr episch. So, dann gucken wir uns hier den Angriff von dem Nelson auf die Nummer 9 an. Ah, mit Nelson konnte ich gestern auch etwas schreiben. So. Das ist auch interessant, wie sah man sich hier einfach in der Cybermafia neu einfinden kann, so kurz nach... Oh, da haben die Bugis aber gezogen. Na gut, manchmal ist der Bogen auch stärker als das Feuer. Das muss man wirklich sagen. Aber gut, der wurde easy gejust Dragons. Wobei, kann man das als Just Dragon bezeichnen? Der hat noch ein paar... Jo, ist glaube ich Just Dragon. So.
Dann zu dem Angriff. Jetzt ist jetzt aber. Ja, komm. Ja, wir schaffen es vielleicht sogar noch innerhalb der 20 Sekunden. Der 20 Minuten. So. Na gut, das erfüllt mich jetzt nicht mit. Das hier ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, was da über die Clan-Politik und so machen, weil wir das boosten. Oh, hier leckt es jetzt aber etwas schon. Na gut, wir fahren Geschwindigkeit mit solchen Truppen und dann hier auch mit Bandicam an, das ist immer etwas kompliziert. So, das Handy wird es überhaupt nicht aushalten, wenn ich dort ein Aufnahmegerät verwende. Ja gut, vor allem bei den Bogenschützen, weil die sind, weil die haben ja auch noch zusätzlich die Pfeile zu deren Texturen. Die machen es immer besonders schwer. Na gut, Leute, ich denke mal, das wär's für diese Folge. Wir sehen uns dann wieder bei dem nächsten CW. Ich hoffe, hier die Doppel-CW-Folge hat euch gefallen. Wenn sich das nächste Mal anbietet, werden wir es mal wieder so machen. So, weil gerade hier, das finde ich auch episch. Wenn ich schon zwei Clans gehöre, dann muss ich auch bei beiden Clans CCWs aufnehmen. Na gut, bis dann, Leute. Ciao.